Wenn jemand sich bekehrt, wenn jemand zum Glauben kommt an Jesus Christus aus einem völlig unchristlichen Hintergrund, beobachte ich oft, wie alle Bestandteile einer biblischen Bekehrung gerade beieinander sind. Das heißt erstens das Bewusstsein, ich bin in Gottes Augen ein verlorener Sünder. Und nur Jesus Christus kann mich retten. Und dann auch die Überzeugung, aber Jesus Christus hat durch seinen stellvertretenden Tod am Kreuz für mich alles gut gemacht. Und dass jemand eben das auch für sich in Anspruch nehmen kann. Jesus Christus ist für mich und für meine persönliche Schuld gestorben. Und dann auch eben der Glaube, dass Gott die Verheißung erfüllt, wenn jemand so reuig zu ihm umkehrt, seine Schuld im Gebet bekennt, dass Gott vergibt. Und das alles verbunden mit einer überzeugten Entscheidung, mein Leben soll jetzt ganz unter die Herrschaft und Führung von Jesus Christus gestellt werden. Das sind so die Elemente, die zu einer Bekehrung gehören. Und ich habe immer wieder erlebt bei anderen und eben auch bei mir selber, wie das bei Menschen aus einem christlichen Hintergrund oft mehr Zeit in Anspruch nimmt, bis alle Elemente beieinander sind. Aber es braucht alle Elemente. Es reicht nicht, ich glaube an Jesus Christus und man hat keine wirkliche Sündenerkenntnis und Reue je erlebt.